hat der alte Eleasar doch noch Schweinefleisch gegessen. Liebe Schwestern und Brüder, das ist eine Redensart. Eine Redensart, die man gebraucht, wenn etwas geschieht, was man für undenkbar hält. Und wir haben es gehört. Der Eleasar aus dem 2. Makkabäerbuch hat es nicht gegessen. Er hat es wieder ausgespuckt. Er hat jede Hintertür und jeden Trick, der ihm möglich gewesen wäre, sein Leben zu retten, abgelehnt. Er wollte klar bleiben, zumal in seinem hohen Alter. Er wollte ein Beispiel geben. Und wir haben gestern schon gehört, dass es genau dieses Beispiel, genau solche Begebenheiten, genau ein so klares Zeugnis ist, das in der frühen Kirche dafür gesorgt hat, dass überhaupt die beiden Makkabäerbücher, die in der rabbinischen Tradition überhaupt nicht vorkommen, nicht berücksichtigt werden, auch noch nicht im Neuen Testament, dass sie aber zur Zeit der Verfolgungen in den ersten Jahrhunderten eine große Rolle spielen, eine ungemein inspirative Kraft hatten, nicht für Ideen, sondern zum Lebenszeugnis. Die frühen Christen in der Verfolgung haben diese Texte gelesen und sie wollten sie hören, weil sie sich an ihnen aufgerichtet haben. Weil ihnen klar war, so wie Eleasar das sagt, immer bin ich in der Hand des Allmächtigen, egal was man meinem Körper antut. Zum einen wird in diesen Geschichten sowohl im Martyrium, in den Märtyrergeschichten der Makkabäerbücher wie bei den frühen Christen oder bei den Christen bis in die heutigen Tage, ein großer Unterschied deutlich. Man muss das vielleicht betonen, da wir heute zuweilen in den Nachrichten diesen Begriff der Märtyrer fälschlich zitiert hören. Märtyrer sind nicht Menschen, die sich aufopfern, um anderen zu schaden. Also Selbstmordattentäter sind keine Märtyrer, auch wenn sie sich vielleicht selber in ihrem fehlgeleiteten Hass und in ihrer Verblendung so verstehen mögen, aber sie sind keine. Märtyrer erleiden, weil sie auf das große Beispiel schauen, das hier in den Makkabäerbüchern wie in der ganzen Weisheitsliteratur ja schon geahnt und abgebildet wird. Der Urmärtyrer, der Gekreuzigte selber, er verstummt vor dem Richter, er erleidet, er wehrt sich nicht, er stirbt, um andere leben zu lassen. Und das gilt bis heute. Von seinem Tod leben wir. Aus seinem Martyrium empfangen wir in jeder Eucharistie, jeden Tag, jede Sekunde neues Leben, weil wir mit ihm verbunden sind. Und daraus ergibt sich eine große Frage, wenn wir auf diese Redensart zurückkommen. Es ist klar, Eleasar hier im 2. Makkabäerbuch hat kein Schweinefleisch gegessen. Aber wir? Wie ist das mit unseren Tricks und Hintertürchen, mit unseren Arrangements, damit nicht das geschieht, was Eleasar hier erleben musste? Die, die ihm vorhin goldene Brücken bauten und sagten, naja, jetzt stelle ich nicht so an, wir finden eine elegante Lösung und unser Land, unsere Kirche gerade hierzulande ist voll von diesen eleganten goldenen Lösungen. Sobald man dann in seiner Identität klar wird, schlägt es um. In Feindschaft, in Aggressivität. Und die Frage vom Zeugnis der Makkabäer über die Zeugnisse der christlichen Märtyrer bis in unsere Tage hinauf geht an uns. Sind wir bereit, das zu tragen? Oder gilt am Ende von uns die Redensart, die auf diese Geschichte hier zurückgeht? Hat der alte Eleasar doch noch Schweinefleisch gegessen?